Hallo und herzlich willkommen zur Folge 119 von Let's Play Apartment Nummer 4, Staffel 3. In der letzten Folge hatten wir die Abschlussfeier von Oliver und Amy, die von den anderen beiden haben wir leider nicht zeitgleich machen können. Und wir hatten Erntefest, was bei allen erfolgreich verlaufen ist. Also es war so ein richtig schöner Tag von irgendwie man feiert, was man hat und irgendwie man freut sich das, was man erreicht hat und man ist dankbar für die Leute, die auf dem Weg bei einem dabei war. So, wir haben jetzt Freitagmorgen und die Kleine ist wach und die braucht ziemlich viel gleichzeitig. Und ich dachte, wir lassen sie jetzt mal in die Windel machen und dann könnte Oliver sie vielleicht im Schaumbad baden. Den lasse ich jetzt mal aufstehen und gerade mal selber auf Klo gehen. Und dann vielleicht mal sie füttern und dann im Schaumbad baden. Da sollte sie eigentlich ziemlich viel gleichzeitig dann bekommen. Wir geben ihr mal gerade die Flasche. Das mit der Babynahrung müssen wir irgendwie noch rauskriegen. Kann ich sie denn hier schon reinsetzen? Ja. Warte, hier ist Müll. Schmeiß den mal weg. So. Margo, bist du eigentlich schon... Ja, gut. Wach genug. Kannst du mal aufstehen? Und dich mal hier ein bisschen um deine eigenen Badezimmerbedürfnisse kümmern und dann hier mal füttern? Oh nein, das ist verdorben. Ja. Dich hier drum mal kümmern. Und ich würde sagen, heute gehen wir auch mal mit Isa noch mal raus, weil ich glaube, gestern war sie gar nicht. Und ich weiß nicht genau, ob samstags Brightchester oder Foxbury und wer freitags die Spiele hat, da müssten wir erst noch hinfahren und das gucken, glaube ich. Weil auswendig weiß ich das nicht. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wie lange haben wir eigentlich noch Herbst, bevor es Winter wird? Nur heute und morgen. Okay, gut. Kriegen wir schon hin. Warte, was ist das denn hier für ein Feiertag? Winterferien. Ah, ich erinnere mich. Richtig. Richtig. Da hatte ich mal irgendwas gemacht. Ja, ich finde, jeder Tag sollte auch Winterferien sein. Ach, guck mal, hier Neujahr habe ich auch drin. Richtig, richtig. So gehört sich das auch. Ich habe dieses Jahr leider keine Winterferien, weil... ich habe halt die Feiertage habe ich frei, aber drumherum habe ich keinen Urlaub bekommen. Ja, ich war aber wahrscheinlich trotzdem nach Hause. Also ich fahre dann irgendwie am 24. nach der Arbeit nach Hause und komme dann halt zurück. Ich muss mal schauen, der 27. ist ja ein Freitag. Und ich darf halt nur so Urlaub nehmen, dass ich mich mit meinen Kollegen nicht überlappe. Was demnächst auch ziemlich schwierig werden wird, weil eine Kollegin operiert wird und dann recht lange nicht da ist. Das heißt, wir können halt nur so viel machen, weil halt wir ohnehin schon nur zu zweit sind. Das heißt, da sind wir komplett blockiert für Urlaub quasi. Also ich glaube nicht offiziell, aber halt es ist halt für uns dann halt doof für denjenigen, der alleine bleibt. Aber freitags bin ich der einzige Mensch von uns, der arbeitet. Das heißt, obwohl die anderen beiden auch Urlaub haben in der Zeit, vielleicht kann ich den Freitag doch Urlaub nehmen. Weil technisch gesehen haben die ja keinen Urlaub an dem Freitag. Da arbeiten die ja eh nicht, also haben sie da auch keinen Urlaub. Vielleicht kann ich da selber welchen nehmen. Ich muss mal gucken. Weil das wäre, glaube ich, ganz, ganz cool schon mal. Und da hüpft ein random Mensch rum. Oh, ich glaube, es ist das erste Bad von der Kleinen. Kann das sein? Ich glaube schon. Sie braucht auf jeden Fall Spaß, deswegen hoffe ich, dass mit dem Schaum funktioniert, wie bei den Kleinkindern auch. Ja, funktioniert ein bisschen. Ach, super. Ich packe hier mal die Zwerge weg. Ach ja. Hier ist wieder was kaputt. Ich ersetze die Sachen im Moment hier einfach nur, weil wir das ja nur mieten, quasi. Und die Vermieter sich dann darum bitte kümmern sollen, wenn irgendwas kaputt ist. Halt, das nicht, will ich mich nicht drum kümmern müssen. Und weil wir ja ohnehin so viel Geld haben. Der ohnehin von welches wieder wegnehmen muss. Okay. So, hast du noch auf dem Schirm, dass du das noch hier machen musst? Ja, okay. So, du bist wach. Du hast Hunger. Du kannst mal zur Toilette gehen, hast dann auch Hunger. Vielleicht können wir ja gleich zusammen frühstücken.
hatten irgendwie so einen ganz dunklen, schwummrigen Tag heute. Ich meine, die sind ja manchmal auch schön, die dunklen, schwummrigen Tage, aber ich meine nur, einer von diesen ist es heute. So, Oliver, magst du dann mal die Kleine hierhin absetzen? Einfach nur, um zu gucken, ob sie hier in... So, guck mal, sie ist in ihrem Bärchen... Bärchenanzug. Aber Hunger hast du keinen, ne? Nee, du brauchst aber immer noch Spaß. Kannst du hier gerade mal die Schüssel füllen? Und kannst du irgendwas machen eigentlich mit dem Spielzeug, während du hier sitzt? Oh, wir haben hier so einen Abschluss. Haben wir das bei den anderen auch, die nicht bei der Zeremonie waren? Nee, die haben nur ihr Diplom. Okay. Kannst du eigentlich mit den Spielsachen hier spielen? Nee. Kannst du denn irgendwas machen, was dir Spaß macht? Okay, mein Schatz, dann nehmen wir dich hier wieder raus und dann setzen wir dich mal lieber hier in deinen Spielzeugsachen. Aber ich dachte sonst, oh, du kannst beim Essen dabei sein, aber naja. Gut. Dann kannst du hier mal zum Essen rufen. No. Geliebt, weil Zuwendung erhalten hat. Sehr gut versorgt. Na, ganz ehrlich, so frisch gebadet im Herbst fühlt man sich auch einfach gut. Also sie wurde gerade im Schaumbad gebadet. Danach hat sie diesen Kuschelanzug anbekommen. Und draußen ist es schwummrig. Halt, das ist auch einfach der Vibe. Halt, sie müsste jetzt nur noch alt genug sein, um irgendwie noch heißen Kakao zu haben mit Sahne obendrauf. Und irgendwie irgendeinen Film zu gucken. Irgendeinen ganz irgendwie schönen, leichten, nicht belastenden Film. Irgendwie so. Und warte, welcher Meilenstein war das? Anpusten freigeschaltet. Einfach wie krass halt, wie sie sich entwickelt. Das mag ich irgendwie voll an den kleinen Säuglingen. ich werde es nie lernen, die Begrifflichkeiten hier. Dass man halt denen doch ziemlich dabei zugucken kann, wie sie älter werden. Während ja bei den anderen Altersstufen das wirklich so Stufen sind. Und das nichts Graduelles hat. Und hier ist es ja schon irgendwie so ein bisschen so. Okay. Was machen wir denn heute mit euch, meine Süßen? Ich wäre mal dafür, ganz ehrlich, dass Margot und Marie mal gerade nach Brightchester auf den Campus fahren und da so ein bisschen vielleicht Sachen machen und wir dabei gerade mal ausspionieren, ob da heute hier das Spiel ist oder in Foxbury. Wisst ihr? Fahren wir da mal gerade hin. Nehmen die mal mit. Okay. So, wir sind hier. Super. Es ist ganz schlechtes Wetter. Wie ist es denn heute hier? Ah, guck mal. Okay, heute Foxbury 18 Uhr, morgen hier. Gut, ich finde, wir könnten da jeweils zu viert hingehen. So, ne? Fände ich gut. Also heute in Foxbury, morgen drüben. Kann Margot denn hier gerade noch was in der Mensa essen vielleicht? Ist da noch offen? Es ist irgendwie komisch, hier zu sein, wo wir nicht mehr studieren, wie im echten Leben auch. Oh, warte. Warum ist hier Feuerwerk? Oh, guck mal, da hinten sind die Konturen von Foxbury. Ich sehe sie. Okay. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass wir das nicht gepackt haben, ist, dass wir nicht mit Margot Teil der Geheimgesellschaft waren. Wobei... Ich denke mir auch, weil es die Geheimgesellschaft von Brightchester ist, vielleicht sind die auch so ein bisschen halt elitär
dass man halt da auch so perfekt reinpassen muss dafür und das ist halt einfach nicht Mago. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Iss mal ein Avocado-Toast. Ich finde, Avocado-Toast schmeckt dann am besten, wenn nicht nur Avocado drauf ist, sondern auch Tomate und dann gut Salz und Pfeffer. Oder, das ist dann natürlich aber nicht mehr Avocado-Toast, aber Hummus und dann Tomate drüber und Salz und Pfeffer. Oder Salatgurke und Salz und Pfeffer. Oder, was auch gut schmeckt auf Hummus, ist Granatapfelkerne. Habe ich mir von Becky abgeguckt, ist sehr gut. Kann ich nur empfehlen. So, Liebes, möchtest du dir hier mal einen Kaffee machen? Ich bin übrigens, ich weiß gar nicht, habe ich hier davon erzählt oder in der Baby Challenge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin noch nicht wirklich weitergekommen, was die Kaffeemaschinenproblematik angeht. Also, ich habe ja noch eine ganz alte Kaffeemaschine, so eine Filterkaffeemaschine. Und so langsam lässt die nach, die geht noch, aber so langsam so nie. Und die ist halt auch schon wirklich ziemlich alt. Und als wirklicher Kaffeelieber und Genießer hätte ich eigentlich auch gerne eine irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine Siebträgermaschine oder so. Halt irgendwas, was so ein bisschen Druck auch hat für Kaffee. Weil halt so, ich meine, so viele teure Interessen habe ich ja nicht. Ne? Ich bin ja nicht irgendwie jemand, der, weiß ich nicht, luxuriöse Urlaube braucht oder tolle Autos oder irgendwie Designer-Klamotten oder so. Aber was ich wirklich liebe, ist Kaffee. Und dann denke ich so, halt, es würde sich ja für mich schon anbieten, dann eine coole Kaffeemaschine zu haben. So, ne? Wenn man schon mal irgendwas hat, wo man sagt, das ist es für mich, ne? So Alkohol trinke ich auch keinen. Irgendwie ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich trinke irgendwie tollen Wein oder was auch immer so, ne? Aber halt Kaffee. Und einerseits ist mir das klar, auf der anderen Seite, halt, die sind halt wirklich einfach so teuer. Und irgendwie fühle ich mich schlecht dabei, so viel Geld auszugeben für eine Kaffeemaschine. Wobei, ich habe jetzt gesehen, ich habe von der Arbeit her wie so Rabatte, die ich bei manchen Firmen kriege. Und da sind halt auch Kaffeemaschinen dabei, aber die sind halt auch immer noch so teuer. Und halt, wo ich wirklich so denke, so, will ich so viel Geld für eine Kaffeemaschine ausgeben? Ist das nicht wirklich richtig dekadent? Ich weiß es nicht. Ich hader noch mit mir. Ich denke aber, ich werde mir irgendwann so eine anschaffen. Es ist nur so eine Frage der Zeit. Aber ich habe das Gefühl, ich muss erst zu Genüge mit mir selber da mit Struggles. Bevor das so richtig geht. Wird eigentlich hier gerade irgendwas gemacht? Nee. Okay. Ach, guck mal hier, dieser Baum sieht aber komisch aus, wenn da halt, das ist für mich irgendwie nicht richtig angepasst für die Jahreszeit, weil das ist ja so ein rosa blühender Baum. Und ich finde, der sollte im Frühjahr so aussehen, aber halt im Spätherbst dann schon halt wenige Blätter dran, aber halt die in grün und nicht in rosa. Wobei, es gibt ja auch Bäume, die tatsächlich rosa Blätter haben, aber ich glaube, die sind dunkler. Es ist eher so ein Purpur dann, was die haben. So, hier wird debattiert. Wollen wir hier nochmal zugucken? Hier können wir mal hingehen und bei der Diskussion zuschauen. Oh, warte, erst musst du aufs Klo. Habe ich das hier nach irgendwas aufgetrennt? Ja, ups. Warum habe ich das gemacht? Inzwischen mache ich das gar nicht mehr bei meinen Gebäuden, aber... Wo magst du mal ein Thema diskutieren? Lohnt sich eine Uni-Ausbildung? Oh ja, ihr beiden, debattiert das mal, jetzt wo ihr eine habt. Und es wird total aufregend. Ab nächster Staffel arbeiten wir dann richtig mit denen, mit den Süßen. Halt, wir haben vorher auch schon gearbeitet. Ne? Margot war ja erst Kellnerin und hat dann an der Bar gearbeitet. Marie hat schon immer ihre Bücher geschrieben, also war jetzt in keinem Angestelltenverhältnis, aber hat ja trotzdem gearbeitet. Margot und Oliver hatten ihre Teilzeitjobs. Amy war als Schauspielerin aktiv und hatte auch einen Teilzeitjob. Oh, wisst ihr das noch, wo sie dann, wenn die anderen zu Hause waren und auf Lilly aufpassen konnten, selber dann am Arbeiten war, der arme Schatz, der hatte so viel zu tun. Aber halt jetzt können wir halt richtig halt die Sachen machen, für die wir brennen. So, weil wir haben ja studiert von Sachen, die uns interessieren, die uns wichtig sind. Und jetzt können wir das machen, so. Und das finde ich voll cool. Das heißt, Margot wird in die Musikrichtung gehen, Marie wird schreiben. Amy möchte ja eigentlich eine Tierarztpraxis eröffnen. Ich weiß aber nicht, ob wir damit direkt anfangen.
Weil das ist ja eigentlich kein Berufseinstieg, so eine Praxis zu eröffnen. Okay. Probier das jetzt nochmal, ob es vielleicht doch geht hier. Nee. Wo ist Margo eigentlich? Da unten. Möchtest du dich hier mal ein bisschen dich wärmen? Kannst du hier auch noch machen. Sehr schön. Ich mag hier diese Welt immer noch total. Es ist super hübsch. Gut, dann würde ich auch gleich mit allen mal rüberfahren nach Foxbury. Kannst du dich noch duschen? Wir hoffen mal, das machst du noch. Ja. Gut. Und dann können wir da das Spiel zusammen anschauen. Und nächste Folge würde ich dann hier das Spiel zusammen anschauen mit den lieben Süßen. Und dann würde ich gerne auch noch, also halt dann auch wieder zurück nach San Myshuno mit allen. Okay. Na, weil halt, also ich finde es halt schon gut, dass wir jetzt nicht irgendwie nach letzter Folge sofort die Staffel beendet haben, sondern dass hier noch so ein bisschen, ne, uns noch zwei Spiele anschauen, die so ein bisschen auf dem Campus noch sind, noch was mit Ankuli machen, aber halt, ich will jetzt natürlich auch nicht irgendwie noch halt ewig mitspielen, wenn halt dann auch, ja, um so künstlich in die Länge zu ziehen oder so. Das möchte ich natürlich auch nicht. So, ihr geht. Wo ist Alexandra? Da. Ankuli kann eigentlich auch mitkommen. Christian auch. Und wo ist denn James da? Ihr habt fast gar keinen Kontakt mehr. Irgendwie. Das muss ich zwischen den Staffeln mal ein bisschen beheben. Die ganzen Beziehungen, die das Spiel vergessen hat. So, wir sind alle hier. Oh, hier diese Gemeinschaftsräume liebe ich auch so sehr. Habe ich immer gerne Sachen drin gemacht. So. Ja. Es ist ja auch cool hier. Möchtest du vielleicht hier noch so ein bisschen an Robotern rumschrauben? Während du... Ach, die sind überall schon Produkte drauf. Ne? Das ist natürlich ungünstig. Aber wir können hier recht viel machen eigentlich. Lasst mich gerade mal gucken. Hier können wir noch nicht dazu, ne? Zum Spiel. Oh, warte, das ist gar nicht die Sporthalle. Wo ist die denn hier? Oh, dann hatten wir auch gar nicht in der Sporthalle. Doch, hier. Ach, guck mal, E-Sport haben wir auch. E-Sport hätten wir heute in der anderen Arena gehabt. Das müssen wir uns also entscheiden. Aber wir gucken uns Fußball an, weil ich das Gefühl habe, so für E-Sport müssten wir ja nicht live im Raum sein irgendwie, wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich weiß es nicht. Ich kann mir das irgendwie, ich glaube, ich habe E-Sport noch nie so zugeguckt, deswegen habe ich da, glaube ich, noch weniger Ahnung von, als von Fußball. Und das will wirklich was heißen, weil von Fußball habe ich wirklich erstaunlich wenig Ahnung. Okay, guck mal hier, Christian ist direkt hierhin tanzen gegangen. Gut für ihn. Und du, hier ist hier was essen gegangen. Warum nicht? Wollen wir uns hier alle auch noch irgendwie einen Kaffee machen, bevor es losgeht? So ein bisschen in der Art sieht die Maschine aus, die ich im Moment im Blick habe. Nur, die ist rot, also die passt zu meinem Wasserkocher, was ein komplett irrelevantes Merkmal ist von einer Kaffeemaschine. Aber weil ich sie ja für mich selber möchte, kann ich mir ja aussuchen, was ich will. So, ne? Nur halt, also wir haben ja hier so ein extra Ding, der so halt, was den Kaffee malt und was hier in der Maschine ist. Und irgendwie, ich weiß, wahrscheinlich ist das schlechter, weil halt eins von beidem kaputt gehen kann und wenn es alles in einem Gerät ist, ist der andere Teil direkt mit betroffen. Aber für mich persönlich, als Mensch ohne Ahnung, ich finde das besser, wenn das beides in einem Gerät drin ist. Obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich Nachteile hat. Du kannst auch einen Tee machen stattdessen. Ne, also wo du irgendwie hier hingehst und irgendwie dann malst und irgendwie hier dieses Ding, was hier unten dran ist, so da drunter hältst und, so und du kriegst so deinen Pulver da rein und dann da drunter hängst und dann hast du eine Tasse Kaffee. Halt, wisst ihr? Ich glaube, halbautomatische Siebträgermaschine nennt man das. Und die sind ziemlich teuer, aber halt unterschiedlich viel teuer. Ja.
Ich kämpfe noch mit mir. Halt, ich nehme ja im Moment sehr im halt Vorauf, so. Einfach weil ich jetzt schon weiß, dass der Herbst von der Arbeit her brutal werden wird, von wie viel ich da zu tun haben werde, weil wir sehr dünn besetzt sein werden. Und ich weiß nicht, wie viel ich dann zum Aufnehmen komme. Im Moment geht es so, deswegen habe ich im Moment Vorauf. Wer weiß, vielleicht, wenn ihr diese Folge seht, habe ich dann schon eine Kaffeemaschine. Also ich habe ja jetzt auch eine, aber halt eine Kaffeemaschine, für die man sich hin und her reißen muss. So, genau, macht euch schön eure Kaffees oder eure Tees. Genau. Tee trinke ich inzwischen auch ganz gerne. Also so unter der Woche trinke ich morgens, also so grünen Tee meine ich irgendwie. Ach ja, und jetzt so im Herbst kommt ohnehin wieder die Teezeit und halt auf der Arbeit trinke ich auch viel Tee, weil ich auch merke, dass meine Stimme sonst auch nicht mitmacht, den ganzen Tag zu sprechen. Und es ist total doof, wenn ich die Entspannungstherapie anleite. Also ich mache sowohl progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen als auch autogenes Training mit den Leuten. Und man versetzt die Leute in so eine Entspannung hinein, dann ist das halt total doof, wenn man dazwischen immer so oder halt auch Husten ist das Schlimmste. Nee, am allerschlimmsten ist Schluckauf. Ja, und Patienten, die schnarchen und dann alle rausreißen und dann geht man hin und weckt die vorsichtig auf und dann dauert es keine 20 Sekunden und die sind wieder eingeschlafen und schnarchen wieder. Und häufig finden die Leute das selber total lustig und lachen darüber, haha, habe ich geschnarcht. Aber halt, ich glaube, die verstehen nicht oder es ist ihnen nicht so wichtig, dass das halt echt für andere die Übung versaut teilweise, weil sie das nicht halt dann mitmachen können. Und halt, ich meine, klar, man schläft schon mal ein bei einer Entspannung, man kann nichts dafür und dann halt ist halt so. Aber halt, wenn man schon geweckt wurde, weil man so geschnarcht hat, finde ich, kann man halt dann schon halt versuchen, nicht sofort wieder einzuschlafen. Also, das finde ich, ist schon irgendwie, gebietet so ein bisschen der Anstand. So, muss von euch nochmal jemand Pipi? Oliver könnte auch nochmal gehen. Und dann gehen wir flott rüber und schauen uns das Spiel an. Ja. Bist du eigentlich auch aktiv? Ich glaube, du bist auch aktiv, ne? Ja. Gesellig, aktiv und Geniewachter. Da hast du exakt die gleichen Merkmale wie Oliver. Nee, der ist Geek. Gesellig, Geek, Genie. Ich dachte, du wärst auch aktiv, Oliver. Ich glaube, wir haben dich nur immer gerne Sport machen lassen. Vielleicht ist es so. Okay. Wir hissen hier mal keine Fahnen. Ich meine, technisch gesagt, ach guck mal hier. Hier hätten wir auch Sachen machen können. Da habe ich so ein bisschen verpeilt. Vielleicht können wir das nach dem Spiel noch machen. Hier sind die Häuser, wo wir so viel gewohnt haben, wo wir unsere Partys hatten und gelernt haben und gewohnt haben. Und ich vermisse manchmal immer noch meine Wohnung. Meine kleine Einzimmerwohnung, in der ich vorher war. So, hier, freitags 18 Uhr. In dieser Arena. Ah, jetzt. Sehr schön. Und irgendwo hat das Lichterfest begonnen. Und Dean Watson. Cassis Vater. Okay, Ankuli, warte. Dann nehmen wir hier die beiden raus und dann können die nochmal von sich aus daran teilnehmen. Yes, okay. Macht das mal schön. Richtig so mit Lasern im Himmel. Das hätte unsere Uni im Leben nicht gehabt. Gar kein Budget dafür da, irgendwie. So random Deko. Kann es sein, dass du Karnevalsrhythmen magst? Warum nicht? Ich muss ja sagen, deutsche Karnevalsmusik muss man mögen. Ist ja teilweise schon sehr eigen. So, und habe ich dich nicht selber mitgeschickt? Ich dachte, von dir aus ging das aus, dass du mit den Leuten gehen solltest. Aber okay, Hauptsache ihr macht euch jetzt alle brav auf den Weg. Warte, Margot auch nicht.
Ich möchte, dass ihr hingeht und zuguckt und halt schöne Zeit für euch habt. Wir tun so, als wären zu Hause die Omas jetzt da und kümmern sich um die Kleine, also Alexandras Mütter. Ja. Und hier die beiden gehen jetzt doch nach Hause. Ach, wie ihr wollt. Sophie ruft uns an. Möchte mit uns aufs Gewürzfestival. Das geht gar nicht, weil du, mein Schatz, bist gerade zu Hause und passt auf unsere Kinder auf. Das ist die böse Meerjungfrau, die ja immer hier abhängt. Warum bist du beschämt? Wegen unangenehmem Sozialkontakt. Na, Schatz. Sowas gehört dazu. Sowas passiert schon mal. Wenn es um andere geht, kann ich das immer leicht sagen. Ja, sowas passiert schon mal. Wenn es um mich geht, ist es eine Katastrophe, logischerweise. Ja. Spiel ist schon anderthalb Stunden dran und die halt kommen jetzt so gerade erst. Wobei, vielleicht ist ja ab 18 Uhr erst Einlass so. Ich habe keine Ahnung, wie Spiele funktionieren. Ich nehme an, dass man da auch vorher so eine Einlassperiode hätte, bevor es losging, dass man eine Zeit lang vorher da sein könnte. Weil ich meine, man kann ja in so Stadien, oder habe ich das nur in Sitcoms gesehen? Ich weiß es nicht, war noch nie in einem Stadion so einem Spiel. Dass man da ja auch irgendwie was zu essen kaufen kann und so. Und Margo wurde angerufen. Ankuli! Hast du Lust, heute Abend abzuhängen? Frag uns übermorgen nochmal, dann sagen wir auch ja. Die arme Ankuli, die fragt uns die. Ach, die tanzen. Ich dachte für einen Moment, die würden miteinander kämpfen. Es ist so ein. Ich möchte gerne mal wissen, irgendwie, wer diesen Campus gebaut hat. Halt, wie teuer sind hier die Studiengebühren? Es ist schön, deine Stimme zu hören. Ich frage mich, ob du denkst, dass ich Panya Lee besser kennenlernen sollte. Er scheint recht nett zu sein. Als Freunde? Oder, weil normalerweise fragen die ja so halt auch nach romantischem Interesse. Das wäre ziemlich dämlich, Margo danach zu fragen. Weil Margo weiß, dass er mit Amy verlobt ist. Und ich glaube, aus den Leuten in unserer WG, Margo wäre am ehesten jemand, der halt dich nicht unbedingt umbringt, aber halt schon so dein Auto anzündet, wenn es sein muss, halt. Wisst ihr? So. Nö. Wenn man ihrer Familie wehtut. Okay. Ja. Guckt mal. Warte, wo bin ich? Ich habe den Überblick verloren. Hier. Da haben wir mal gewohnt. Nein, da haben wir mal gewohnt. Und da haben wir mal gewohnt, da haben wir mal gewohnt. Ja, jetzt werden wir da wahrscheinlich nicht nochmal hinkommen. Es sei denn, eines Tages studiert Lilly. Oder Lou. Aber das wird wahrscheinlich in der Geschwindigkeit, in der ich das Let's Play spiele, noch ungefähr 10 Jahre dauern. In Menschenzeit, nicht in Simzeit, in Menschenzeit. So, ich warte jetzt noch, dass ihr mit dem Spiel fertig werdet. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Es kommen Feuerwerk-Sachen hier. Und wir sind alle müde. Außer Amy. Okay. Dann schicke ich die Lieben jetzt auch mal nach Hause morgen. Gucken wir uns das Spiel in Brightchester noch an. Wobei ich nehme an, das müssten noch immer beide Mannschaften sein. Spielen wir nicht gegeneinander? Ich weiß es gar nicht. Genau. Und dann haben wir sozusagen unsere 2 Tage an der Uni, wo wir uns hier noch so ein bisschen aufhalten. Und dann würde ich sagen, fahren wir zurück nach San Myshuno, Ankuli. Können wir ja da auch noch treffen. Und ja, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!